Wolfgang und Renate Böhme wohnen im baden-württembergischen Tiefenbronn. Bei Büsum haben die beiden Rentner einen Zweitwohnsitz, zu dem sie Mitte Dezember auch gefahren sind. Dort wurde bei ihnen kurz vor Weihnachten Corona festgestellt, was die Behörden in Schleswig-Holstein auf Trab brachte. Die beiden hätten umgehend das Bundesland zu verlassen und das trotz leichter Symptome. Mein Mann war aufgrund der Corona-Symptome eigentlich gar nicht in der Lage zu fahren. Der hatte nämlich Kopfschmerzen, war ausgesprochen abgeschlagen, appetitlos und müde und sollte jetzt die 800 Kilometer zurücklegen. Musste er alleine fahren, da ich mit dem Auto gar nicht fahren kann. Ich habe ein anderes und komme mit dem nicht zurecht. Und deshalb war das schon höchstes Risiko, was wir da eingehen mussten, aufgrund dieser Maßnahme. Nicht nur ein Risiko, diese Fahrt auf sich zu nehmen. Dem Mitarbeiter im Gesundheitsamt hätte klar sein müssen, dass auch die Quarantäneverordnung so nicht eingehalten werden kann. Am nächsten Tag drauf, früh morgens angerufen und hatte dort einen Mitarbeiter des Gesundheitsamts am Telefon. Und er erklärte mir gleich, wir hätten gegen unsere Pflicht verstoßen, uns sofort beim Gesundheitsamt zu melden, nachdem wir das Testergebnis erhalten hatten. Und er hätte schon eine Anzeige gegen uns geschrieben. Und ich habe dann eingewandt, dass wir von dieser Pflicht nichts gewusst hätten. Da hatte man uns nichts gesagt bei dem Ärztezentrum in Büsum. Darauf ist er aber gar nicht eingegangen, sondern er meinte dann, wir hätten den Kreis Dithmarschen sofort zu verlassen. Selbst die Quarantäne konnten wir nicht einhalten, weil wir inzwischen ja tranken mussten und zur Toilette gehen. Und damit war die Quarantäne auch noch unterbrochen. Das heißt, dieser Mitarbeiter des Gesundheitsamts hat weder nach Symptomen gefragt, noch nach Kontaktpersonen, die wir in der Zeit hatten, was eigentlich seine Pflicht gewesen wäre. Er hat uns einfach nur aus dem Land vertrieben. Das war alles. Rechtlich ist so eine Situation eine Grauzone. Also das ist sicherlich grenzwertig. Wenn hier Corona-Erkrankte aufgefordert werden, mehrere hundert Kilometer nach Hause zu fahren, obwohl sie ja eigentlich die Möglichkeit haben, anderweitig untergebracht zu werden, sicher untergebracht zu werden, sodass sie dort die Quarantänezeit auch sicher überstehen können, ohne eben eine Fremdgefährdung auch zu verursachen. Und wenn die dann also nach Hause geschickt werden und dann natürlich auch tanken müssen, anhalten müssen, dann besteht ja eine erhebliche Gefährdung. Und das ist meines Erachtens nicht in Ordnung. Hier in diesem Einzelfall, da muss man also deutlich abwägen. Und diese Möglichkeit besteht natürlich auch wenn es Vorschriften gibt oder Regeln gibt, wie eben mit Einzelfällen umzugehen ist. Da muss man doch sagen, jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Und da muss einfach der sicherste Weg gewählt werden. Und hier kommt ja noch dazu, dass auch eine Eigengefährdung gegeben ist, denn wenn man tatsächlich schwer erkrankt ist, so dass man eigentlich gar nicht Auto fahren kann beispielsweise, dann ist eine Autofahrt selbst sicherlich auch unzumutbar. Erfreulich ist an der ganzen Geschichte nur, dass es dem Paar gesundheitlich gut geht und die Krankheit nicht schlimm durchgeschlagen hat. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.